Guten Morgen, liebe Radlfreunde. Heute habe ich mich entschlossen, mal das Auto stehen zu lassen und mit dem Fahrrad wieder zur Arbeit zu fahren. Sind ungefähr 17 Kilometer. Dauert ein paar Minuten länger als mit dem Auto eigentlich nur, so eine halbe Stunde ungefähr. Aber ist natürlich wesentlich entspannter. Keine Baustellen, keine Staus, keine Ampeln, keine Blitzer unterwegs. Einfach nur entspannend. Und da es heute ein schöner Tag werden soll, wird der Rückweg sicherlich noch besser werden. Freue ich mich schon drauf und ich nehme euch gerne mal mit auf meinen Arbeitsweg. Wie ihr hört, sehr laut hier oben. Bin jetzt schon ein paar Meter geradelt. Noch nicht ganz so weit, aber das erste Stück ist gemacht. Normalerweise wäre ich jetzt dort unten unterwegs und auf dem Weg in die erste Baustelle und wahrscheinlich in den ersten Stau. Jetzt radel ich gleich einfach dran vorbei. Jetzt habe ich die Hälfte der Strecke geschafft, bewege mich gerade auf Duisburg-Mündelheim zu. Im Hintergrund ist schon die Rheinbrücke zu sehen, wo ich den Rhein queren werde und dann in Uerdingen bin. Und von da aus sind es noch ungefähr 5 Kilometer bis zu meinem Arbeitsplatz. Und wenn man sich das so anschaut, man sollte nicht vergessen, ich lebe in Duisburg, einem Industriestandort mit Stahlgeschichte, fahre nach Krefeld, einem Chemiestandort mit Bayer und vielen anderen großen Chemiefirmen. Naja, Bayer gibt es heute nicht mehr so in der Form. Das ist der Lanxess, das ist der Chempark, aber es kommt dasselbe. Ist das nicht herrlich? Und wenn man sowas hinter sich hat, ist man doch wesentlich entspannter bei der Arbeit, als wenn man eine halbe Stunde im Auto im Stau gesessen hat. Vorne Drängler, hinten Drängler. Die Leute mogeln sich auch für eine Sekunde an der Ampel noch schnell vor. Muss alles nicht sein.
ja, mit dem Rad ist die bessere Variante. Und ich werde jetzt wieder, so oft ich kann, mit dem Rad zur Arbeit unterwegs sein. Jetzt stehe ich hier gerade auf der Uerdinger Rheinbrücke. Im Hintergrund kann man den Hafen von Uerdingen sehen, die Hafeneinfahrt. Und so langsam nähere ich mich dem Ziel, nämlich meiner Arbeitsstelle. Ich würde wahrscheinlich viel lieber heute dran vorbeiradeln bei so einem schönen Wetter und wieder eine anständige Tour machen. Aber auch das andere muss sein. Ich habe euch mal einmal mit mir rumgeschwenkt. Jetzt werde ich das gleiche noch mal machen ohne mich. Dann könnt ihr euch mal ein Bild machen von der Strecke oder von der Landschaft, die ich gerade durchfahren habe. Wie man sieht, einfach nur herrlich und es macht Spaß. Besser als im Auto zu sitzen. Geht schneller, aber ist lange nicht so schön. Bin ich gleich angekommen und werde meine Schicht antreten und filme deshalb hier vorab, weil auf dem Werksgelände und drumherum ist das Filmen und Fotografieren aus verständlichen Gründen nicht erlaubt. Tiefenentspannt komme ich eigentlich jetzt an, weil wenn man beim Autofahren eher gestresst ist, bin ich am Ende dieser Stunde Fahrradfahren richtig gut drauf. Hilft mir auch im Job. Ich möchte bei der Gelegenheit auch noch auf zwei Aktionen hinweisen. Die eine heißt Radbonus. Für mich als Payback-Punktesammler auch eine Möglichkeit, Punkte zu sammeln, um irgendein Präsent dafür zu kriegen. Wahrscheinlich nichts Großartiges, aber auch Kleinigkeiten zählen. Dann gibt es die Aktion
mit dem Rad zur Arbeit und nehme ich auch dran teil. Bei der Aktion mit dem Rad zur Arbeit geht es darum, einfach die Kilometer zu erfassen, die man mit dem Rad zurücklegt. Und die Aktion läuft von Anfang Mai bis August und wird unterstützt vom ADFC und der AOK. Also von daher auch keine verkehrte Sache. Und dann startet für uns Duisburger jetzt am übernächsten Wochenende die Aktion Stadtradeln. Da geht's in Teams oder Einzelfahrer darum, einfach mal öfters das Auto stehen zu lassen und das Rad zu nehmen. Insgesamt sind das drei Aktionen. Das mit dem Radbonus, das mit dem Rad zur Arbeit und das Stadtradeln, um einfach mal wieder die Pedale zu schwingen und durch die Gegend zu radeln. Macht Spaß. So, jetzt heißt es ab ins Büro. Arbeit ist getan und jetzt geht es wieder nach Hause. Ein Video von heute Morgen, als ich hier angekommen bin, ist leider irgendwie nicht so geworden, wie ich es wollte, weil das war nach 3 Sekunden schon wieder vorbei. Wahrscheinlich habe ich den Knopf wohl 2-mal gedrückt. Naja, passiert halt. Man ist ja nun mal kein Profi und eine zweite Einstellung gibt es nicht immer. So, und deshalb nehme ich euch mit auf den Nachhauseweg.
Hintergrund sieht man das Café Ellerhof in Duisburg-Mündelheim, weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Kann man hervorragend brunchen, kann man auch hervorragend frühstücken oder Kuchen essen. Ganz tolle Lokalität. Hinten auf dem Bauernhof gibt es auch frischen Spargel zu kaufen zurzeit. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, morgens zu, wenn ich vorbeifahre. Abend auch wieder zu, wenn ich wieder vorbeifahre. Mir ist der Kuchen halt einfach nicht vergönnt. Also muss ich weiterfahren. Und das bei heftigem Gegenwind. Ja, liebe Radelfreunde, ziemlich genau an dieser Stelle hat es mich vor einem halben Jahr gerissen. Und zwar kam ich von dort, wollte nach dort. Von dort kam ein Auto. Wir haben beide gedacht, wir schaffen es irgendwie vor oder hintereinander. Ich habe es nicht geschafft, weil er noch mal Gas gegeben hat. Und so bin ich gestürzt und habe mir die Hand gebrochen. Shit happens. Trotzdem fahre ich wieder hier lang, weil es einfach nur sauschön ist. Allerdings passe ich jetzt besser auf. Thank you.
So, nun liegen die letzten Meter vor mir und dann bin ich wieder zu Hause. Jetzt mit dem kleinen Umweg sind es 21 Kilometer roundabout geworden, knapp drunter. Aber bei dem Wetter macht jeder Meter Spaß. Es sei denn, man hat die ganze Zeit Gegenwind. Das war heute recht heftig, deshalb habe ich unterwegs gar nicht so viel gefilmt, weil ich habe noch kein Tierchen geschlachtet. Die Schlachtung eines Stofftiers konnte ich nicht übers Herz bringen. Deshalb werde ich mir jetzt irgendwo anders ein Fell besorgen, um hier auf die Kamera einen Puschel zu setzen. Ihr habt ja gerade gesehen, dass ich an einer Packstation war. Dort habe ich ein kleines Päckchen herausgeholt und wollte ich eigentlich nie machen, aber jetzt mache ich doch ein kleines Unboxing-Video und zeige euch mal, was ich da gerade besorgt habe. Es sind zwei Bikeline-Karten für die nächsten Touren. Was wird aber noch nicht verraten, es sei denn, man kann es schon erkennen. Ja, liebe Radelfreunde, ich habe euch heute mal meinen Arbeitsweg gezeigt und euch mal mitgenommen. Und ich sag mal, nach so einem 8-8,5 Stunden Tag ist das Radeln zurück. Entspannung pur. Akkus sind wieder voll und von daher hat mächtig Spaß gemacht, gerade bei so einem Wetter. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wäre eigentlich total klasse, wenn es so schnell, wie es jetzt im Video gezeigt worden ist, tatsächlich geht, aber es braucht halt ein bisschen länger, beides mal knapp um die Stunde, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber bei so einem Wetter, wie gesagt, macht es mächtig Spaß und das ist ja Sinn und Zweck der Übung. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben. Würde mich freuen, wenn ihr auch diesen Kanal abonnieren würdet. Es werden sicherlich noch einige Videos folgen, zumindest auch von den Touren, wo ich gerade die Bikeline-Karten gezeigt habe. Bis dann, ciao und Servus.